Hallo, ich bin's, Lena von Lena Hill on Tour. Wir spielen heute ein Mobile Game und zwar Project Makeover. Dieses Spiel wird mir so oft angezeigt, also als Werbung, wenn ich andere YouTube-Videos schaue. Ich beschäftige mich auch privat super gerne mit Beauty und Makeover und ich habe super gerne früher Makeover-Shows geguckt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an und gucken, wie sich das so spielt, ob sich das lohnt und wie viel Spaß man damit hat. Laut, ey. Wir brauchen Münzen, um Makeover durchführen zu können. Lass uns einen Level spielen, um Münzen zu verdienen. Alles klar. Ist das, ich muss jetzt auf 1 drücken? Alter, übelst laut. Ich muss das für euch runterdrehen. Okay, spielen. Project Makeover. Übelst Disco hier. Was? Wir spielen jetzt Candy Crush oder was? Hä? Don't get it. Why? Ja, okay. What's going on? Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Oh wow, das war das. Bitte. Oh mein Gott, es überfordert mich. Hilfe, es geht so schnell. Wow, oh mein Gott. Okay, ich habe gewonnen. Ach, geil. Okay, man spielt also Candy Crush und dann gewinnt man Geld und dann kann man damit ein Makeover machen. Ich habe noch nie in meinem Leben Candy Crush gespielt. Ich kenne das tatsächlich auch nur aus der Werbung und vom Hörensagen, sag ich mal. Okay, du hast einige Münzen erhalten. Nutzen wir sie, um die Haare in den Griff zu kriegen. Okay, die Haare sehen schrecklich aus. Haare stylen kostet 100 Tacken. Make-up-Auftragen kostet auch 100. Ihr wisst Bieder, ich will die normalen Haare. Ja, das. Whatever. Was sagt ihr? Was hättet ihr genommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Bin das etwa ich im Spiegel? Oh, Samantha. Ach, tu doch nicht so überrascht. Sagt er auch. Als nächstes ein bisschen Make-up. Yes. Okay, Make-up. Oh, wow, das steht ihr richtig. Das habe ich fast nicht gedacht. Aber Pink sieht gut an ihr aus. Ich finde, Pfirsich sieht auch sehr schön an ihr aus. Er sieht am frischsten aus mit Pink, finde ich. Passt zu ihren blauen Augen. Aber sie hat halt auch was Blaues an, weißt du? Ich habe nie richtig gelernt, wie man Make-up benutzt. Es war entweder immer zu viel oder zu wenig. Nichts macht ein Gesicht schöner als ein Lächeln, sagt Frances. Das stimmt allerdings. Als nächstes bringen wir dich in den Umkleideraum. Für dein neu entdecktes Selbstbewusstsein brauchst du ein neues Outfit. Oh, das hatte sie aber gerade noch nicht an, sorry. Hier ist Gigi. Willkommen im Ankleideraum. Fangen wir damit an, dich aus diesem Schlafanzug zu befreien. Wie die immer mit ihr reden, ey, finde ich ganz schön frech. Aber so ist das in Umstyle-Shows tatsächlich auch oft, dass sie so ein bisschen so, oh mein Gott, dein Style ist so, und unser Style ist so, apropos, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da. Jedes Teil kostet, oh mein Gott, so viel können wir uns gar nicht leisten. Neue Hose, neues T-Shirt, okay. Ja, ich weiß doch gar nicht, was es obenrum gibt. Sieht schon geil aus, zu dem pinken Lippenstift und dann dieser, oh mein Gott, dieser Leopardenprint, krass. Wir gehen aufs Ganze, Leute. Wir stylen sie jetzt richtig, richtig heftig over. Echt bequem, darin könnte man sogar schlafen. Klar, in so einem Bleistiftrock. Schlaf da drin. Ja, ich will Level 2 spielen, aber was passiert jetzt? Eine Viererkombo erzeugt eine Rakete auf dem Spielfeld. Du kannst sie mit einem beliebigen farbigen Teil austauschen, um sie zu zünden. Oh, wow. Oh, wow. Ist eigentlich ganz witzig. So ein bisschen... Das knallt und pufft und bewegt sich und ist bunt. Es sieht aus, als hätte man ein Glas voller Süßigkeiten. Ich verstehe, warum es Candy Crush heißt. Macht Spaß. Schau, das ist eine Geheimkiste. Knack das Level, um zu sehen, was darin steckt. Spielen. Ja, natürlich will ich spielen. Ich bin schon total süchtig nach diesem Game. Quadratischer Vierer-Kombo erzeugt einen Böller. Also manchmal ist mir das zu schnell. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Aber ich krieg Geld. Das ist gut. So fühlen sich Leute im Casino wahrscheinlich auch. Oh, ich habe eine Halskette gewonnen. Ich werde jetzt erstmal Klamotten. Oh, I love it. Das speist sich ein bisschen mit ihrem Lippenstift. Das können wir nicht machen. Das ist mir zu geschäftlich. Ich liebe das. Yes, Queen. Oh my God, look at her. Für einen seriösen Look ist das Material wichtiger als die Farbe oder der Schnitt. Lernt man hier etwa tatsächlich noch was über Mode? Ich raste aus. Ich will noch mehr Kleiderschrankoptionen. Ich will
hier, Schuhe, genau. Man sieht überhaupt nicht diese Pumps. Hä, das ist doch voll blöd. Warum sehe ich die nicht? Muss ich mir die vorstellen? Aber ich glaube, ich nehme eh die schwarzen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mit solchen Absätzen überhaupt stehen kann, aber klappt eigentlich ganz gut. Ja, so fühle ich mich auch immer. Zum Arbeiten können noch flache oder andere geschlossene Schuhe getragen werden. Was, Alter, ich gebe wirklich Fashion-Tipps, ich raste aus. Aber mit Absätzen wirst du dich von deinen Kollegen absetzen. Aha, ein Wortspiel. So denkt Seth sich das wahrscheinlich auch immer. Oh, eine Handtasche können wir noch geben. Oh, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ich glaube, ich nehme die. Was sagt ihr? Oh mein Gott, ich liebe es. Leute anziehen. Was ist denn das für ein witziges Spiel? Diese Handtasche sieht gut aus und bietet viel Platz. Alter, die ist so dünn. Da passt mein Sandwich rein, sonst nichts. Da passt ja mein ganzes Mittagessen rein. Ja, ihr Sandwich. Weil es nämlich nichts ist. Moment mal, ist das da etwa ein Schinkensandwich in meiner neuen Handtasche? Oh mein Gott, als könnten sie meine Gedanken lesen. Ich raste aus. Hör mal, meine Liebe, ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, was in die Handtasche und was in den Kühlschrank gehört. Ach, wer ist er? Derek. Lena, wir können uns jetzt um die Inneneinrichtung kümmern. Ich bring dich ins Zimmer. Geil. Was? Nicht schlecht für eine Studentenbude, aber auch für das Zimmer wird es Zeit, erwachsen zu werden. Ja, erstmal putzen, ne? Oh, alles raus, wie krass. Der Tisch aus Betonziegeln, das kaputte Regal, das schiefe Futonpad, alles raus. Und er lacht dabei, schert sich gar nicht darum, dass das vielleicht sentimentalen Wert hat oder so. So kümmern wir uns jetzt um die alte Tapete und den knarzenden Boden. Neuer Boden? Ich will vor allen Dingen neue Wände. Oh, nice. Ich glaube, ich nehme das. Eine ausgezeichnete Wahl, Lena. Jetzt können wir das Fenster verschönern und neue Regale aufstellen. Okay, ich habe halt kein Geld mehr. Ich muss bestimmt gleich wieder spielen gehen. Ich habe Angst, dass sie irgendwann sagen, okay, und jetzt bitte deine Kreditkarte zücken, Fräulein. Wisst ihr, darauf habe ich keinen Bock. Ich gebe doch kein Geld aus für ein Spiel. Aha, ich muss also 5er-Ketten. Tipp auf eine Bombe, um sie zu zünden. Ja, also dieses Candy Crush Spiel hier verstehe ich zwar immer noch nicht so ganz, aber es funktioniert irgendwie. Das ist die Hauptsache. Oh, geil, Bodendeko. Also Pflanzen sind auf jeden Fall das Beste. Eine 5er-Kombo macht man nicht oft. Probier mal und schau, was dann passiert. Okay. Regale. Ich mag zwar eigentlich diese Art Einrichtung, aber ich glaube, zu dem Mädel passt vielleicht diese Art besser. Ja, ich überlege mir das nämlich. Auf jeden Fall brauchen wir Pflanzen. Ja, genau dort. Man weiß gar nicht, wofür man jetzt am Ende eigentlich spielt. Spielt man, um Makeover zu machen oder spielt man, um Candy Crush zu spielen? Wisst ihr, was ich meine? Oh, was sagt ihr? Beige oder blau? Nee, ich glaube, ich nehme beige. Ja, was wollen sie denn noch mehr machen? Okay, wisst ihr, warum es süchtig macht? Weil man diese ganze Zeit dieses Candy Crush spielt und Geld dafür bekommt. Ja, ganz genau deshalb. Ich würde das an dieser Stelle jetzt aufhören. Es ist ein witziges Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir mal Mobile Games angeguckt haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!